Hallo zusammen, ich bin die Sabrina Ziegler, ich bin Sporttherapeutin und Physiotherapeutin und zeige euch heute ein kleines Programm, wie ihr euch täglich fit halten könnt, ca. 10 Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir fangen an mit einer Übung, die schon alle kennen, Kniebeugen. Es geht los, wir machen 20 Wiederholungen, 3 Durchgänge lang. Es geht los. Stellt euch breitbeinig hin, die Arme nach vorne und wir gehen nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mitmachen, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, jetzt machen wir eine kurze Pause von ca. 30 Sekunden. Dabei lockern wir uns aus, Schulterkreise, Füße auslockern. Achte bei der Übung darauf, dass du die Knie nicht vor die Zehenspitze bringst. Stell dir einfach vor, du setzt dich auf einen tiefen Stuhl nach hinten. Gut, nächste Runde, nochmal 20 Wiederholungen. Auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20. Wieder schön auslockern. Achte auch auf eine gleichmäßige Atmung. Ich empfehle, beim Ausatmen nach unten zu gehen und beim Einatmen nach oben zu gehen. Wieder kurze Auslockerungspause. Was du kannst, kannst du auch hier in der Pause unternehmen. Ein paar Dehnübungen zum Beispiel. Und dann geht es weiter mit der dritten und letzten Runde. Kniebeugen, es geht los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wunderbar. Das war die Übung für kräftige Oberschenkel, Rückenaktivität mit den Armen und wir machen weiter mit einer Übung für den gesamten Rücken, Liegestützen. Es geht los. Geh auf Knie für die Damen und die Hände in breiter Position. Dann gehst du mit der Stirn Richtung Boden. Mach dies so 10, 15 Mal. Auf geht's. 1. Gleichmäßige Atmung. 3. Beim Runtergehen ausatmen. 5.
auch hier eine kurze Pause. Geh hoch auf die Knie, lockere deine Handgelenke aus, deine Schultergelenke. Darfst auch gern die Arme nach innen und außen drehen. Genauso diese seitliche Dehnung. Wir warten eine halbe Minute. Und machen weiter mit dem nächsten Durchgang. Stütz nach vorne. Es geht los. Und eins. Halte auch den Bauchnabel bei jeder Übung in diesem Video schön nach innen oben gehalten. Zweite Runde wäre geschafft. Kurz ausschütteln, auch den Bauchnabel lösen, der gerade innen oben gefestigt war. Seitliche Dehnung. Wer nicht auf den Fersen sitzen kann, darf gerne im Kniestand oben bleiben. Schulterkreise. Weiter geht's mit der dritten Runde. Die dritte Runde beendet. Wir schütteln die Arme wieder aus und stehen zur nächsten Übung wieder auf. Auch hier haben wir eine Beinübung, wichtig für die ganze Stabilisation des Körpers und die kräftige Beinmuskulatur. Stell dich in einen Ausfallschritt. Wenn du schmale Position hast, stell einfach ein Bein nach hinten weg. Hab 70% auf dem vorne stehenden Bein und 30 nur hinten. Wir machen 15 Wiederholungen. Auf geht's. Eins. Gleichmäßige Atmung. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Noch fünf. 4, 3, 2, die letzte. Pause. Wenn es einem warm wird, kann man sich gerne nochmal ausziehen zwischendurch. Super. Auch hier eine lockere Übung zwischendurch. Schulterkreise. Beine ausschütteln. Ein bisschen dehnen zwischendrin. Verlagere dabei dein Gewicht links und rechts. Lockeres Stretching. Weiter geht's mit der anderen Seite. Auf geht's. Eins, zwei, drei. Noch 5, 4, 3, 2 und die letzte. Auch hier wieder aufstehen, eine kurze Lockerungsübung durchführen und die Dehn- und Stretch-Einheit anschließend.
Weiter geht's. Das erste Bein nach vorne. Und Auf- und Abbewegungen. Auf geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, noch fünf, vier, drei, zwei und die letzte. Auch hier stehen wir wieder auf, schütteln die Beine aus. Achte bei der Übung wieder darauf, dass das Knie nicht vor die Zehenspitze kommt, sondern überhalb des Sprunggelenkes bleibt. Eine kurze Lockerungsübung, dann Dehnübung, wie vorhin auch. Links und rechts zur Seite. Weiter geht's mit dem anderen Bein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, 12, 13, 14, 15. Wem nach 10 Wiederholungen schon die Beine brennen, darf auch gerne dort eine kurze Pause machen. Wir lockern uns zwischendurch. Wir machen eine letzte Runde. Es geht los. Wir bleiben unten, unten, unten und halten diese Spannung. Bewegen die Arme leicht vor und zurück. Ein paar Sekunden noch. 3, 2 und geschafft. Du darfst aufstehen. Kurz ausschütteln. Zweite Runde. Wir gehen tief und vor, zurück. So, du darfst aufstehen, die Beine ausschütteln und zum Schluss machen wir noch eine Übung für den Rücken und für unsere Bauchmuskulatur. Wir gehen nach unten, Vierfüßlerstand. So, Kniegelenke unter Hüftgelenke, Handgelenke unter Schultergelenke. Wir strengen den rechten Arm und das linke Bein gleichzeitig weg von uns. Unterm Bauch berühren wir Hand und Knie, Ellbogen und Knie. Und machen hier Wiederholungen. 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 Wiederholungen. Auch hier eine kurze Ausschüttelpause für die Handgelenke. Und schon wechseln wir die Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eine kurze Pause. Ausschütteln. Falls du Schwierigkeiten mit den Handgelenken hast beim Aufstützen, nimm einfach die Fäuste, auf denen du dich stützen kannst. Und dann machen wir mit der ersten Seite weiter. Also, es geht los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Auch hier eine kurze Pause. Einmal noch die Seite wechseln. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ruhig weiteratmen, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, eine Runde machen wir noch. Rechter Arm, linkes Bein und noch einmal wechseln. Dann haben wir wieder drei Durchgänge gehabt. Stütze dich nochmal auf. Rechte Hand, linkes Bein. Wir bleiben hier und machen leichte Auf- und Abbewegungen. Atmen auch leicht weiter. Gestrecktes Anheben und Senken der Extremitäten. Und wir wechseln. Kurz ausschütteln, wenn du magst. Und linker Arm, rechtes Bein. Rausstrecken und auf- und abbewegen. Schön weiteratmen. Wir haben einen freundlichen Gesichtsausdruck. Und geschafft. Prima. Das war ein kleines Gymnastikprogramm für jeden Tag. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss.